Okay, prima. Dann ran an die Buletten. Ton? Ton läuft. Kamera? Kamera läuft. Lisa, Bruce, seid ihr soweit? Und Klappe. Und Action! Dieser Streifen, dieser Film, der wird Kult. Der hat das Zeug zum Klassiker. Nun, ich hoffe, dass es viele Fortsetzungen gibt. Die Location hier ist der Hammer. Genau an diesem Ort sind die Morde passiert. Ich habe über diesen Dr. Anderson gelesen und wie er damit begann, sich der L'Auteur zu nennen. Hey, was ist das denn? Ich weiß nicht. Sieht wie ein versiegelter Raum aus. Hier stimmt was nicht. Wir haben's gefunden. Die Snuff-Movies des L'Auteur, das sind sie. Aber bestimmt wurde doch das Krankenhaus durchsucht. Wir rufen die Polizei. Steve, schalt das lieber nicht ein. Wir produzieren einen Film, der sich auf diese Snuff-Movie-Leute beruft. Wollt ihr diese einmalige Chance einfach vertun? Das ist die beste Vorrecherche für einen Film, die es je gab. Okay, Leute, kleine Planänderung. Ich habe eine neue Vision. Was soll das werden? Keine Sorge, du wirst die Königin des Gekreisches glatt ausstechen. Jamie Lee Curtis in Halloween. Ah! Nein, 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 verbrenn es ihr wirklich! Steven ist ein ganz klein bisschen zu sehr engagiert. Steven, was soll das denn werden? Wonach sieht's denn aus? Ich will mir noch einen Film ansehen. Das sieht einfach nicht perfekt genug aus. Oh, scheiße, Cut! Der braucht einfach mal ein paar Stunden Ruhe. Morgen früh ist er bestimmt wieder am Start. Das hier habe ich vergangene Nacht zu Papier gebracht. Das ist es, was der einst von mir bleiben wird. Steven, was geht hier vor? Steven ist nicht mehr hier. Von nun an bin ich der L'Auteur. Er ist nur ein Mann gegen uns alle. Und wenn wir zusammenbleiben, sind wir stärker. Männer, nicht weglaufen! Mach die Kamera aus! Wir müssen dem Ganzen ein Ende setzen. Keinen Schritt weiter. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber sie ist verletzt. Hol mich mit dir raus! Ich hasse nämlich diese Knallchargen. Wir stutzen uns den Mann ein wenig zurecht.